Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Irreversibel Bundle von Blockmonster und Uzi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Irreversibel von Blockmonster und Uzi, das Ganze am 18. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, die beiden Hirntod-Gründer haben wieder zusammengefunden und präsentieren uns ihr neuestes Album. Das Ganze gibt es hier als Bundle mit folgenden Inhalten. Einmal natürlich das Album an sich. Dann haben wir zwei Sammelkarten mit dabei. Ein Shirt und ein Poster. Ja, das Poster und die Sammelkarten kommen ohne, aber das Shirt und das Album mit Folie. Das Ganze gab es wie so oft exklusiv über Distributions, die ja alle Hirntod-Releases immer exklusiv vertreiben. So wie auch dieses hier. Irreversibel, der Albumtitel, das heißt so viel wie unumkehrbar oder unwiderruflich, also etwas, was man nicht wieder ändern kann, beziehungsweise was man nicht wieder gut machen kann auf gut Deutsch. Gibt es ja auch einen Film mit diesem Titel. Aber wir starten mit dem Album. Das ist dieses hier, kommt in einem regulären Jewelcase. Hier oben lesen wir Hirntod Records präsentiert Hirntod, Irreversibel, Blockmonster und Uzi. Das Irreversibel ist hier so entsprechend gespiegelt. Also in beide Richtungen lesen wir hier Irreversibel, sowohl so als auch so. Dann haben wir hier diese Fratze, die hier ziemlich heftig verdreht oder eingedrückt wird. Hier auf der Seite noch Irreversibel zu lesen. Blockmonster, Uzi, Irreversibel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. So, 11 Tracks sind es geworden. Wir haben zahlreiche Features aus dem Umfeld von Hirntod. Und zwar haben wir hier einmal Peja und DJ Reef. Peja ist ein polnischer Rapper. Dann haben wir noch MC Bastard, Frauenarzt, Schwarz, Orgi, Pervers, Vero One, Ozan und einen Track in der Hirntod Edition. Okay, so, dann hier noch die Infos, ein Barcode und dann schauen wir mal rein. So, als erstes gibt es einen Blick ins Booklet. Ich glaube, das war das anfängliche Cover von Irreversibel. Kann man hier eventuell dann als Wendy-Cover verwenden, statt diesem hier. Und dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Also natürlich, wer gefeatured wurde und wer den Beat produziert hat. Und ansonsten haben wir dann hier noch die Credits zum Album. Ja, wie gewohnt hat Blockmonster hier den Löwenanteil beigetragen bzw. geleistet. Dann kommen wir als nächstes zur CD. Auch hier haben wir wieder natürlich groß den Schriftzug hier in Rot und Weiß. Und auch hier wieder diese Fratze, wenn auch nicht ganz so verbogen. So sieht das aus. Und auf der Rückseite gibt es noch einmal das Wappen, beziehungsweise ja hier das Logo, die Sturmmaske mit dem Lorbeerkranz und darunter Hirntod. So, das war's zu dem Album. Als nächstes haben wir mit dabei ein Poster. Das kommt hier einseitig bedruckt und im Hochformat. Das ist das Motiv. Hier oben lesen wir wieder Hirntod Records präsentiert. Hirntod, Irreversibel, Blockmonster, Uzi. Dann darunter die Logos. Einmal Hirntod, dann Distributions und einmal Eddie Graphics und Design, der wie so oft das Artwork beigesteuert hat. Das Poster ist einseitig bedruckt, wie gesagt, Hochformat und Größe A3. So, weiter geht's mit den zwei Sammelkarten. Die sehen so aus, also auch hier wieder diese Fratze in zwei verschiedenen Ausführungen. Beide Karten hier im Hochformat. Und wir lesen hier, die sind durchnummeriert. Das ist Nummer 97 und das ist Nummer 96. Nennt sich Manhunt bzw. Irreversibel. Und das kennt man vielleicht auch von anderen Releases von Hirntod Records, speziell die Bundles. Da sind diese Sammelkarten häufiger dabei. Jede dieser Sammelkarten auf 1000 Stück hier limitiert. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann hier noch ein Shirt mit dabei. Das Shirt gab es natürlich in allen verschiedenen
Größen auszuwählen. Ich habe mich wie immer für M entschieden. Das Shirt kommt hier in Schwarz. Auch hier wieder dieses verdrehte rot-weiße Gesicht. Sieht so ein bisschen nach Dämonen oder so aus. Also nicht mehr allzu menschlich. Darunter dann der irreversible Schriftzug. Rückseite ist in diesem Fall in Schwarz. Kein weiterer Aufdruck. Und bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem B und C exakt 190, Größe M, wie gesagt, Größe frei wählbar. Und das Shirt besteht aus 100% Baumwolle und ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, wir schauen uns das einmal noch kurz im Detail an, dieses Shirt, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem rot-weißen Aufdruck hier, dieser verdrehten Fratze. Darunter dann der irreversible Schriftzug hier in Grau und Rot. Und ansonsten, wie gesagt, alles hier in Schwarz gehalten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, Größe frei wählbar. Dann haben wir die zwei Sammelkarten hier, beide auf 1000 Stück limitiert. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat A3. Und natürlich das Album an sich, irreversibel, mit insgesamt 11 Tracks und diversen Features. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle, irreversibel von Blockmonster und Uzi. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blockmonster und Uzi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.